wirklich, ich freue mir einen Ast ab. Was sollen wir hier abgehen? Ich habe Thomas Emke von Thunderbike hier gerade gefunden. Dem werde ich jetzt mal ein Mikro in die Hand drücken. Ja. Und zwar jetzt. Man muss sich die Zeit nehmen, Thomas. Ne? Ja. Danke. Freut mich sehr. Sehr gerne. Hattingen, Henrichshütte, Ruhrpott-Meeting. Kommt man an euch nicht vorbei. Was macht dieses Treffen für euch aus? Oder habt ihr was Spezielles sogar hier hingebracht? Oder wie sieht's aus? Ja, erstmal ist das sehr geil, nach so einer langen Zeit, wo wenig Veranstaltungen waren, mal wieder eine richtig geile Veranstaltung zu haben. Wir haben hier eine Mega-Location, also perfekt, geht nicht besser. Wetter ist super, Leute sind gut drauf, volle sind auch. Also mehr kann man nicht erwarten, ne? Ja, die Stimmung ist gut und gerade diese Menge an Leuten wieder zu sehen, ist der Hammer. Und gerade die Faszination auch der Bikes, sie gucken sich alle Motorräder an, machen Bilder, das macht Spaß. Aber was anderes, habt ihr was Spezielles mit oder eh die neue Palette, die ihr so auch zu Hause ausstellt? Worauf können die Leute sich freuen, wenn die hier vorbeikommen? Ja, wir haben einen Querschnitt eigentlich unserer Custom-Bikes. Wir machen ja alle Varianten eigentlich der unterschiedlichen Motorräder und Umbauten. Und wir haben ja ein paar neue Projekte mitgebracht. Eine Street-Bob mal in einem ganz anderen Look. Oder die neue Sportster S da vorne. Auch ein super sportliches Motorrad, wo wir viele neue Komponenten gemacht haben, um das noch ein bisschen sportlicher und aggressiver zu machen. Und auch unsere Klassiker, so wie dein Moped zum Beispiel, ne? Die darf hier natürlich nicht fehlen, aber nicht fehlen darf natürlich auch nicht das Chefmotorrad, was da schön in Gold glänzt. Sehr, sehr gut, sieht schön aus und ich muss einfach immer bei euch anhalten. Ja, das ist natürlich auch absolutes super Highlight. Der Shopper von unserem Captain ist ja bekannt. Der ist heute Morgen auf Achse angereist. Natürlich. Wir bauen die Sachen ja nicht nur zum Gucken, wir machen das ja auch zum Fahren. Wichtiger Satz, den nehme ich so mit jetzt, wenn ich zum nächsten gehe. Danke, Thomas. Ja, gerne. Also ich habe Tom Pfeiffer hier, Vertragshändler aus KAM und eigentlich, was das Treffen angeht, auch Mann der ersten Stunde, Tom. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Du bist Mann der ersten Stunde bei dem Treffen. Was hat das auf sich? Ja, also bei mir ist es wirklich so Mann der ersten Stunde, als das damals noch 1994 am Tam Center in Bochum gegründet wurde. Da bin ich mit meinem Papa schon im Beiwagen dahin gefahren und meine Eltern waren Gründungshändler damals am Tam Center. Naja, und jetzt halt ein paar Jahre später hier riesengroß an der Henrichshütte in Hattingen. Schon mega geil, oder? Es ist ein etabliertes Treffen und wenn ich die Leute alle sehe, alle, die hier durchdrücken, euer Stand quillt aus allen Nähten, also eigentlich perfekt, so soll es sein, das wünscht man sich. Ja. Der Spirit ist komplett da. Habt ihr irgendwas Spezielles mit, irgendwas, was ihr hier extra hierfür gebaut habt oder wo ihr sagt, überhaupt die neue Palette, das kann man sich auch im Laden angucken, wie sieht es da aus? Ja, also wir haben natürlich was Neues mitgebracht, ganz neu bei uns ist die neue Nightster. Neue Nightster von Harley Davidson ist also das neue Einstiegsmodell mit 975 Kubik. Das Ding haben wir auch schon mal so ein bisschen gecustomized mit kleinen Blinkern, seitlichen Kennzeichenhalter, einen coolen Luftfilter dran. Ja, so ein bisschen, das musst du auch mögen, Rennsport-Feeling. Das macht schon richtig Bock. Ja, sieht auch gut aus, sieht stimmig aus. Ich halte dich gar nicht lange auf, weil, wie gesagt, deine Person wird ja sehr oft gefragt, glaube ich. Alles gut, ich quatsch gerne mit dir. Danke. Aber dann ich glaube, weiter, ne? Genau, ich kümmere mich um meine Kunden und hier geht's richtig ab heute. Also, vielen Dank, viel Erfolg noch und danke. Ciao. Ich habe hier den Thorsten von Motomax bei mir und im Hintergrund sieht man deinen Stand. Und Thorsten, seitdem es in Hattingen ist, bist du dabei. Was hat das mit dir auf sich? Wir sind wie gesagt, wir haben das früher mal, gab es einen anderen Harley mal im Ruhrgebiet und als neuer Harley-Händler wurden wir gefragt, ob wir diese Veranstaltung mit dem Klaus Fröhlich begleiten wollen. Habe ich sofort ad hoc zugesagt. Habe aber mal meine anderen Harley-Händler, die im Umkreis auch im Ruhrgebiet sind, dazugenommen oder wollte auch, dass sie dabei sind, weil wir alle was anderes bieten, mit Thunderbike, mit Custom Bikes, wir mit Low-Umbauten, also ganz schmalen Umbauten nur, aber viel Bekleidung.
Das Ruhrgebiet gehört uns allen, also sollten wir auch alle mit dabei sein. Das haben wir auch so gemacht. Wir sind beim ersten Mal mit dabei, genauso wie Pfeiffer, Thunderbike, die auch von der ersten Stunde mit dabei waren. Im Übrigen, seitdem wir dieses machen, seit vielen Jahren, haben wir jedes Mal gutes Wetter. Jedes Mal. Ja, der Harley-Gott, ne? Ist auf jeden Fall bei uns. Aber jetzt mit den Leuten wieder ist der Stand voll, das ganze Festival ist voll. Mir macht es richtig Freude, diese ganze Euphorie wieder zu sehen, dass es wieder auflebt. Macht dir das Spaß, wenn du jetzt an deinen Stand reinguckst? Das ist ja der Wimmel von Leuten. Du hast eine riesen Auswahl an Kleidung. Ist das, warum du das überhaupt alles angehst? Ja, also wir haben alle eine lange Durststrecke hinter uns nach dieser Pandemie, mit dem Pandemie-Krempel. Dass heute so viele Leute hier sind, das hat mich eigentlich wenig überrascht, weil wir sind alle so ausgehungert und alle wollen mal wieder die anderen Leute sehen. Und es war eigentlich keine Überraschung. Ich habe eigentlich fast erwartet, dass wir hier in Leuten ertrinken. Und das scheint diesmal wohl zu so sein. Also perfekt. Nicht perfekt, das freut mich. Ich halte dich auch gar nicht zu lange auf. Du kannst dann wieder dich unter die Leute mischen. Und vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke und euch viel Spaß. Ja, danke dir. Weiter mit der Premierung der Bike Show. Dann einmal den ersten Preis. Danke. Beste Motorrad, Harley Davidson Meeting 2022. Danke. Der Jimmy. Danke. Einen Applaus. Danke. Mit 240 Newtonmeter am Hinterrad mit 148 PS bei 2,3 Liter. Das geht schon. Die Lackierung ist von Lack Express in Dortmund. Wir haben so ein Vater-Sohn-Ding daraus gemacht. Also mein Gott. So, liebe Leute, wir haben uns hier den Hans Lauten von Harley Davidson Cons bei Trier. Und soweit ich weiß, bist du das erste Mal hier. Ist das richtig? Ja, ich bin das erste Mal hier als Gast. Ich muss echt sagen, ich bin überwältigt, weil ich glaube, dass das hier für die gesamte Harley-Szene das authentischste Event überhaupt ist. Hier sind die Echten, die schon lange mit der Marke verbunden sind, über Emotionen, Begeisterung. Und man spürt das, wenn man hier übers Gelände geht, wenn man die Leute ankommen sieht. Man sieht, wie individuell die ganzen Motorräder gestaltet sind. Man sieht die einzelnen Typen und Charaktere ganz klar. Und ich glaube, wer Harley spüren will, muss hier hin. Das ist ja eine richtig tolle Werbung für diese Veranstaltung. Genauso empfinde ich das auch und ich bin jedes Jahr wieder begeistert. Also auch nach dieser Pause jetzt. So, hier haben wir jetzt Don Performance aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, ne? Aus Bremen. Moin, moin. Ja. Und Don Performance ist natürlich bekannt und in aller Munde und gerne auch an unseren Motorrädern. Wir hatten gerade den Hans Lauten, mit dem zusammen hast du, oder er war beteiligt mit an diesem Projekt. Ne? Wir sind ja auch beteiligt, das sieht man auf dem Tank schon. Und jetzt sind wir natürlich total gespannt, was ist das für ein scharfes Gerät? Das ist eine FXR gewesen, natürlich alle Komponenten von der Firma Thunderbike verbaut, Motoren von S&S, Teile von Parts dabei, Sitz, Spirit Leather natürlich wieder, Abgasanlage, Jekyll and Hyde. Mhm. Das ist ein Dragster, wo wir die 8. Meile mitfahren werden auf dem Glemseck. Ah, schön. Dieses Jahr auf dem Glemseck. Erstes Septemberwochenende. Yes. Da lässt du hier die Reifen glühen. Was kann das Ding? Aktuell fahren wir sie ohne Lachgas mit 160 PS und ungefähr 220 Newtonmeter. Okay, jetzt das ist kommt eine Ansage. Das reicht aber nicht. Ja, klar, dass dir das nicht reicht, ist klar. Auf dem Glemseck. So kennen wir dich. Auf dem Glemseck wird es nicht reichen. Ja. Wir werden auf mit dem Lachgas nochmal so ungefähr 50, 60 PS generieren in der ganzen Geschichte. Und im Drehmoment über 300 Newtonmeter. Puh, da können die anderen sich aber warm anziehen, ne? Vielen Dank. Sehr gerne. Später noch. Freue ich mich drauf. Tschüss.